Moin moin und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Minecraft-Let's Play. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass wir uns wieder mehr um Technik kümmern, auch in dieser Folge. Die Quarry läuft ja gerade. Und wir müssen aber noch mehr Strom dafür generieren. Das würde ich gerne über Photovoltaikzellen machen. Und dazu müssen wir jetzt noch ein bisschen Technik bauen quasi, um die Rohstoffe herstellen zu können, die wir dafür brauchen. Und ich bin gerade verwirrt. Wir hatten noch einen zweiten Stirling-Generator. Den haben wir in irgendeine Kiste gelegt. Ich weiß nicht mehr, in welche. Da ist er. Haben wir hier alles reingeschmissen, bevor wir in die Mistcraft... Ah ja, genau, hier hatten wir alles reingeschmissen, bevor wir in die Mistcraft-Welt gewachsen sind. So, wir haben schon mal den Stirling-Generator. Und um Photovoltaikzellen zu erstellen, ich zeige euch die mal, Photovoltaik. Die kleinen bauen wir natürlich, brauchen wir Silicon. Und Silicon können wir entweder im Pulverizer machen oder in der Sagmill aus Clay. Und in diesem Fall werden wir Sagmill und Pulverizer bauen, weil wir eh beides brauchen. Wir schauen mal, was wir für den Pulverizer brauchen. Für die Segment hatte ich alles bereitgelegt, aber für den Pulverizer nicht. Ich hält natürlich. Wir brauchen Tin Gear. Tin Gear ist Iron Ingot mit 4 Tin Ingots. Alles klar. Dann holen wir uns doch mal Iron Ingot und 4 Tin Ingots. Silver, wo haben wir Tin? Tin, 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 Tin. Copper, Invar, Aluminium. Invar hatte ich aus Versehen in der Schmiede zusammengebastelt. Da, Tin Ingot. 1, 2, 3, 4. So. Bauen wir erstmal. Also wir machen die Basic-Variante. Man kann das Ganze noch upgraden und durch die Machine-Frames wird dann alles schneller. Aber also zum Beispiel Hardened oder Reinforced oder Resonant. Aber dafür haben wir noch nicht die Rohstoffe. Das kommt erst später. Wir brauchen 4 Iron Ingots und 4x Stained Glass. White Stained Glass. Ich bilde mir ein, wir können das auch mit anderem Glas bauen. White Clear Glass, Grey Dye. Für Quite Clear Glass brauchen wir, glaube ich, nur einen Schüssel, wenn mich nicht alles täuscht. Quite Clear Glass. Schüssel, richtig. Also normales Glas. Das heißt, wir bauen uns mal einen Schüssel. Schüssel Manissel. Im Schüssel. Oh ja, da. Carpenter's Schüssel? Nein. Den Schlüssel wollen wir haben. Stick und Iron haben wir. Dann wollen wir Glas. Glas haben wir zu wenig. Haben wir noch Sand hier rumfliegen? Das stimmt sogar. Ja, ihr seht's, also das Weizenfarmen, wenn man das ab und zu mal abfarmt, da das ständig wächst, gibt einiges an Weizen. Also unser Hunger ist jetzt erstmal nicht mehr ganz so tragisch. Aber ich frage mich gerade, habe ich denn gar keinen Sand? Einen. Wow. Gut, wir brauchen noch Sand. Aber ich zeige euch trotzdem schon mal die Maschinen. Kann ich euch die trotzdem zeigen? Nein, wir haben kein Glas. Ja, Mist. Okay, wir gehen schnell Sand suchen. Ups. Zum Glück haben wir hier gleich was. Top vorbereitet, wie immer. Mann, Mann, Mann. So. Nebel haben wir jetzt auch. Wunderbar. Das Schöne am Eis ist natürlich, wir haben hier jetzt kein nerviges Wasser, was die ganze Zeit einfließt. So schlecht ist es gar nicht. Oh, okay. Wenn wir es zerstören, ist das nervige Wasser wieder da. Gut, aber es sollte jetzt erstmal auch reichen vom Sandra her. Wir brauchen noch für den Machine Frame. Müssen wir gleich nochmal gucken, wie viel Glas wir jetzt brauchen. Ich will nicht zu viel braten. Schauen wir mal. Wir brauchen einen Pulverizer. Wir haben 3 Glas. Pulverizer. Und dafür brauchen wir einen Basic Machine Frame und brauchen 4 Glas, also 1 noch und dann Iron noch. Okay. Iron haben wir auch da. Dafür brauchen wir 4, wenn ich es richtig gesehen habe. 4x Iron Ingot. Dann brauchen wir noch Flints, da müssen wir noch welche haben. So, und wie funktioniert der Chisel jetzt? Chisel ist auch ein sehr, sehr geiles Werkzeug. Mit dem Chisel könnt ihr eure Blocks nochmal im Skin verändern. In diesem Fall ist es jetzt Quite Clear Glass von Ender.io. Haben wir jetzt 4 Stück. Und es sieht einfach anders aus. Und das Geile auch an diesem Glas ist, man kann es abbauen, ohne dass es zerspringt. Wir bekommen den Block wieder, ohne dass wir Silk Touch brauchen. Und ihr seht schon, es sieht auch anders aus. So. Dazu brauchen wir jetzt einen Basic Machine Frame, den können wir bauen. Und dazu brauchen wir noch Flints. Und Flints haben wir 3 Stück. Flints.
Eine Piste haben wir auch noch über. Das weiß ich noch. Aber das ist die letzte. Dann müssen wir jetzt ab sofort welche bauen. Eine Piste musste hier oben hin, richtig? Jo, dann der Machine Frame in die Mitte. Dann brauchen wir Copper Gear noch. Copper Gear ist 4 Copper und ein Iron. Copper müssten wir auch noch haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Und 2 Iron Ingots. Copper Gear und die Fackel war irgendwas mit Gold und 2 Redstone, richtig. Also Gold und 2 Redstone. Zack. Haben wir. Und ich bin natürlich ein Idiot, weil ich das hier noch bauen möchte. So, Iron Ingot, 2 Stück, Copper Ingot auf 4 Blöcke aufteilen. Zack, Copper. Und dann brauchen wir noch diese Rakete oder was das ist. Und dann nochmal von vorne. Flint, Flint. Die in die Mitte, Copper Gear links und rechts, Pulverizer. So, und zwar brauchen wir, wie gesagt, Silicon. Und ich möchte die Technik jetzt hier im Haus aufbauen. Deswegen gehen wir mal hier rein und ich mache das Technik-Eck mal hier hin. Wir brauchen einen Stirling Generator. Und dieser bepowert den Pulverizer. So, wir haben jetzt hier verschiedene Sachen. Was heißt verschiedene Sachen? Wir haben Energie erstmal, die RF, die der, das, die dieses Werkzeug, Maschine, die Maschine so rum, die Maschine jetzt speichern kann. Wir haben blau ist immer ein Eingang, das sind die verschiedenen Seiten, also das ist vorne, oben, unten, links, rechts, hinten. Das sind die verschiedenen Seiten von dieser Maschine im Endeffekt und das ist dann der Ausgang. Und beim Pulverizen kann immer noch, also bei vielen Sachen gibt es eine Secondary Drop Source, dass man noch was Zusätzliches bekommt. Deswegen können wir jetzt hier sagen, wir machen erstmal Shift und auf die Mitte macht alles aus. Wir machen hier einen Eingang für die Energie, obwohl ich mir nicht sicher bin. Das können wir eigentlich auch mal ausmachen. Ich weiß nicht, ob es auch so Energie bekommt. Den Eingang brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen eigentlich gerade gar nichts konfigurieren, weil wir keine Ein- und Ausgänge automatisch brauchen gerade. So, wir brauchen aber noch Kohle, sonst funktioniert das Ganze nicht. Weil wir brauchen ja Energie. Kohle her. Ich hoffe, unser Quarry farmt ein bisschen neue Kohle gleich, wenn die dann irgendwann mal loslegt. So, Stirling-Generator. Da schmeißen wir jetzt mal 2 Kohle rein. Jetzt sollte der Energie bekommen. Jawohl, funktioniert. Und dann schmeißen wir mal Sand rein, weil wir brauchen Silikon. So, ihr hört es schon. Also, die machen auch geile Geräusche hier. Der malt uns jetzt quasi diesen Sand und es wird zu Silikon. Und für eine Photovoltaikzelle brauchen wir, glaube ich, sogar nur 2 Photovoltaik. Brauchen wir 2, jawohl, dann können wir ein bisschen Energie sparen und können dann den Sand rausnehmen. Das ist die Besonderheit hier ist, den Sand können wir rausnehmen und er macht trotzdem weiter, weil er ja schon was drin hat. Deswegen haben wir jetzt das Silicon noch bekommen. So. Der Stirling-Generator funktioniert jetzt. Der macht aber nicht viel aus der Kohle, wie ihr seht. Also der macht nicht sehr viel RF. Deswegen müssen wir möglichst schnell die Photovoltaikzellen bekommen, weil die einfach ohne einen Brennstoff dann, zwar nur wenn die Sonne scheint, unsere Quarry befeuert, aber dann gibt es immerhin unendlich Rohstoffe quasi, da wir nicht reinstecken müssen, was reinstecken müssen, um die Energie rauszubekommen. So. Für einen Daylight-Sensor seht ihr schon, wir brauchen jetzt hier Netherquarz, wir brauchen auch für das Hardened-Glas entweder pulverisiertes Obsidian, das würde gehen, oder auch hier können wir Fused-Quarz-Glas nehmen. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ein Nether-Portal bauen, um hier weiterzukommen. Energetic Alloy, glaube ich, haben wir schon irgendwo gefunden, tatsächlich. Ah, ne, Redstone Alloy war es leider. Okay, für Energetic Alloy brauchen wir, lasst mich lügen. Lasst mich lügen, das war Gold, Redstone und Glowstone. Genau, Gold, Redstone, Glowstone. Und dafür brauchen wir dann auch einen Alloy-Smelter. Den Alloy-Smelter können wir tatsächlich noch bauen. Den habe ich, glaube ich, hier oben schon zusammengelegt, wenn mich nicht alles täuscht. Alloy-Smelter, da ist er. Wir brauchen dreimal Furnace. Haben wir nicht. Okay, nein, das habe ich. Da habe ich nichts vorbereitet. Schade. Ich dachte nämlich, den brauchen wir vielleicht gar nicht, weil wir ja die Schmiede haben. Aber falsch. Solche Redstone-Sachen können wir natürlich nicht machen. Electrical Steel haben wir das gerade. Nein, wir brauchen Energetic Alloy. Aber was machen Ingots hier in dieser Kiste? Die kommen alle hier rein. So. Und die Blume kommt hier ganz sicher nicht rein. So, wir brauchen jetzt Cobblestone. Grout. Wo ist unser Stein? Oh, ein ME-System wird dann auch so schnell wie möglich gebaut, dass es einfach
Für alle, die sich gerade nichts darunter vorstellen können, dieses ganzen Kistenscheiß haben wir dann einfach nicht mehr. So, wir brauchen dreimal Furnace. Furnace. Zack, zack, zack. Eins, zwei, drei. Haben wir. Wir brauchen Machine Chassis. Dafür brauchen wir wieder Copper, Gold Nugget, Redstone. Das müssten wir noch da haben, außer das Copper. Copper haben wir aber, wie gesagt, noch da, nur in der Kiste da drüben nicht. Und wartet mal, wir können noch mal schnell. So. Wir brauchen den Basic Capacitor. Haben wir. Dann brauchen wir die Iron Fences. Haben wir nicht. Iron Bars, entschuldigt. Wir haben auch nicht genug Iron in der Kiste. Das heißt, wir brauchen... Ach komm. So, das sollte reichen. Iron Bars. Natürlich am Crafting Table, sonst kann man das Rezept nicht reinklicken. Falsch gedrückt. Falsch gedrückt. Jetzt aber. So. Einmal 16 Iron Bars, das reicht erstmal eine ganze Weile. Und einen Cauldron. So, und dann können wir doch diesen Aloy-Smelter bauen. Außer, dass der das jetzt hier nicht... Ach nein, Quatsch. Können wir nicht, weil wir brauchen einen Basic Machine Frame. Und dafür brauchen wir die Iron Bars. So baut sich der Basic Machine Frame nicht. Dann war es so, jawohl. Einmal falsch rumgesetzt. Und jetzt können wir das Ganze bauen. Aloy-Smelter. So. Dann können wir eigentlich gleich mal das mitnehmen. Was? Der hat einen geilen Hut! Ich will den Hut! Oh, wie cool ist der denn? Helikopterhut. Das finde ich richtig nice. So, wir brauchen zwei Energetic Aloy, das heißt... Ach halt, können wir noch nicht machen, weil wir ja noch keinen Glowstone haben. Jetzt müssen wir ins Nether, es führt kein Weg mehr dran vorbei. Daraus können wir dann Farbe machen, das ist auch nicht so verkehrt. Aber jetzt bauen wir erstmal einen Aloy-Smelter hin und dann erkläre ich euch mal kurz das Interface. Wie das funktioniert. Man kann hier diese drei Sachen reinpacken und der macht uns dann eben diese, ja, schnell erklärt. Wir packen die drei Sachen hier rein, den Glowstone, das dann am Ende noch und dann kommt Energetic Aloy raus, solange er Energie bekommt. Dazu, wie gesagt, jetzt erstmal ins Ende, dazu brauchen wir erstmal Obsidian, wir müssen noch was essen, müssen uns um den Zombie hier kümmern und dann geht's los. So, Snowball weg, Silicon brauchen wir dann noch, das packen wir mal jetzt in unsere Crafting-Kiste hier rein. Die Hamburger nehmen wir mit, natürlich. Sortieren das Ganze mal. Kabel. Dirt, vielleicht brauchen wir es ja zum Craften. Genau. Einen Eimer Wasser nehme ich mit. Das ist immer gut. Schüssel brauchen wir gerade nicht. Die Lumber Eggs brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen eigentlich nur diese Sachen hier. Und damit werden wir jetzt dann... Beziehungsweise können wir drei Blöcke Glowstone mit der Axt... Wir nehmen die Axt mit. Vielleicht können wir die Glowstone-Blöcke abbauen. Und Obsidian hatten wir schon einiges gefahren. Genau, das haben wir hier. Dann brauchen wir bloß noch Flint und können uns unser Nether-Portal bauen. Flint and Steel. Flint and Steel. Wunderbar. Und was wir noch brauchen, ist natürlich eine Tür. Eine Tür fürs Nether dann, damit uns kein Pigman hier reinfolgt. Und das können wir am schnellsten farmen. Tatsächlich jetzt aktuell Holzblöcke noch. Dann können wir es, obwohl Holz brennt uns auf einmal weg, wenn da dieser Gas reinschießt. Das ist Quatsch. Aber wir können, haben wir nicht, wo ist denn unser ganzer Kabelstoß noch mal? Okay, wir haben da noch zwei Stacks, das sollte reichen. Dann bauen wir mal unsere Tür. Tür. Okay, wir haben jetzt eine verrückte Tür gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so gut finde, aber mal schauen. Und wir brauchen eine Pressure Plate für meinen Geschmack. Stone Path wollte ich nicht haben, aber das sieht nach einer geilen Art aus, einen Weg zu bauen. Das kannte ich jetzt auch noch nicht. Pressure Plate. So. Und dann bauen wir mal unser Nether Portal. Das können wir doch eigentlich schön hier an die Wand von diesem Berg bauen. Dann schaut das auch wieder ordentlich aus. Wir können noch mal kurz das Weizen abernten. Und wir müssen noch was essen, das hatte ich noch vergessen. Zack, 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 zack. Dann lassen wir mal den Nether generieren und schauen mal, was uns da so erwartet. Wir brauchen Quarzdust. So. Nether Quarz meine ich, nicht Quarzdust. Und Glowstone.
Sonst wird das mit Photovoltaik nichts. Aber dann hat unsere Quarry quasi unendlich Strom, wie gesagt, solange die Sonne scheint. Zumindest diese 20 AF. Ist noch alles sehr, sehr bescheiden, aber sie läuft dann immer durchgehend, ohne dass wir Kohle nachschieben müssen. Das meinte ich. Und danach müssen wir uns um die Kisten kümmern und Item-Conduits bauen, damit wir einfach eine Speicher für die ganzen Items haben, die die Quarry abbaut. Aber jetzt essen wir erstmal was und da haben wir auch unsere schicken Large Meals irgendwie mal gefunden. Da geht dann schon einiges. So, einen essen wir noch. Das Brot nehmen wir mit, dann können wir uns vielleicht im Nether, falls wir was brauchen sollten, nochmal irgendwie Brot einfach craften. Das Weizen meine ich. Wir haben es ja sowieso. So, und jetzt vertue ich mich jedes Mal bei diesem blöden Netherportal bauen. Ist ernsthaft so. Also erstens schon mal schaut es scheiße aus, wenn wir hier da nicht noch ein bisschen Dirt hin machen. Das war zu viel. So. Schaut zwar immer noch nicht perfekt aus, aber was soll's. Und jetzt können wir es, soweit ich das noch im Kopf habe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, das ist jetzt bestimmt wieder zu klein. Ich baue das immer zu klein. Schauen wir mal. Nein, es hat funktioniert. Wunderbar. Ist zwar jetzt noch nicht hässlich, aber wir sparen uns noch ein bisschen Obsidian. Was soll's. Auf in den Nether. Wir müssen tiefer graben. So, und dort ist natürlich jetzt nicht die stabilste Hütte. Also wenn Gas reinschießt, ist immer noch scheiße. Aber schon mal, ja geil, ich brenne gleich. Wunderbar. So, es ist ja ein toller Platz hier. Haben wir den perfekten Spawn getroffen. So. Ja, jetzt wird sich rausstellen, ob der eine Stack reicht. Das hier zu verschließen, dass uns keine Mobs hinterherlaufen. Oh Mann. Das ist diese. Der schmorende Grasblock ist das leider. Und das, der Rest ist Asche, auf der wir sowieso bekanntlich sehr langsam laufen. So. Die muss auch ein bisschen am Dirt sparen, weil ich nicht so viel mitgenommen habe. Das heißt, hier kommt die Tür hin. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. So, wunderbar. Zack, Holztür. Holztür haben wir. Und hier kommt dann eine Pressure Plate hin. Und das sollte jetzt erstmal für den Anfang reichen. Und wir haben hier gleich Quarz. Cool. Dann schauen wir mal. Wir machen uns vielleicht hier noch einen Marker in den Nether. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Und das müssen wir auch irgendwann ändern. Aber jetzt nicht gleich. Wir wollen den Minimap nicht ausmachen, wir wollen uns einen Waypoint setzen. Waypoint New Nether Portal. Safe, und das lassen wir an, weil das ist nicht schlimm, wenn wir das immer sehen, wo das ist. Ja, ich brenne, ich weiß. Oh. Ach, ich hoffe, ich marschiere einfach gerade drüber. Was soll der Quatsch? Ich brenne ja so oder so, auch wenn ich versuche auszuweichen. So, hier haben wir schon mal Nether Quarz, was schon mal sehr, sehr geil ist. Dann schauen wir mal weiter. Wenn wir gleich eine Rüstung finden mit Lohnspawner, wäre das fürs Endgame, also fürs nächste, was wir dann bauen, auch super. Da hinten ist Glowstone, wunderbar. Diese Asche ist schon mal ziemlich nervig, aber was willst du machen? Ja, ich habe versucht auszuweichen, das macht keinen Sinn. Komm, wir laufen einfach drüber. Mann, Mann, Mann. So. Hier geht's dann runter. Zack. Können die, glaube ich, einfach abbauen? Können wir die nicht auch mit einer Schaufel irgendwie mit Rechtsklick? Ich habe mir eingebildet, man kann die auch ausmachen, aber scheinbar nicht. Okay, wir bauen mal Asche ab, kein Problem. Wo ich glaube, die mit, können wir mit Asche nicht sogar was befeuern? Bin mir gar nicht sicher, schauen wir mal kurz. Burntime 400, ja, das könnten wir in den Sterling-Generator jetzt als aktuellen Treibstoff schmeißen. Wir haben hier einen Skorpion, der uns nicht so wohlgesinnt ist. Der aber erstmal sterben kann. So. Glowstone. Geil. Brauchen wir unbedingt. Ist auch
generell, glaube ich, der schlimmste Rohstoff mit. Mit Gold und so, das seltenste, was man hier braucht. Da kann man dann Mobfarmen und so bauen, mit denen man das wieder ausgleichen kann. Aber Glowstone ist echt ein akuter Mangel in diesem Modpack leider. Aber kriegen wir hin. Finden wir schon eine Lösung für. So. Zack, 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 zack. Ist die Frage, ob das auf diesen schwellenden Grasblock der Glowstone gerade verbrennt. Wenn ja, war das ziemlich doof, den da abzubauen. Ohne vorher uns um den Block zu kümmern, aber gut. Das nächste Mal wissen wir es besser. Müssen wir nochmal ausprobieren dann. Hm, jetzt haben wir da Nether Quarz. Ihr habt ja gesehen, wir müssen das im Aloy Smelter dann schon machen. Das heißt, wir müssen dann im Aloy Smelter uns das Quarzglas herstellen. Und wir brauchen pro Photovoltaikzelle. Müssen wir nochmal gucken, wie viele. Ich bin mir gerade nicht unschlüssig. Aber wir brauchen schon einiges an Nether Quarz dafür. Ich möchte dann für die Quarry 5 Photovoltaikzellen bauen, damit die auch ordentlich läuft. Ist zwar immer noch nicht mit viel Energie, aber es ist auch nur die Anfangsquarry. Wenn wir dann genug Ressourcen haben, steigen wir um auf... Ah, mit Linksklick, okay. Kann man vorher löschen, nicht mit Rechtsklick, so wie ich es versucht habe. Wenn wir dann genug Ressourcen haben, wie gesagt... Burning Blossom, au. Orange Dye, na toll, dafür habe ich mich angezündet. Können wir, wo war ich jetzt? Wenn wir dann genug Ressourcen haben, genau, bauen wir uns einen Big Reactor mit einer Ender Quarry zusammen und dann haben wir richtig ordentlich Stuff. Und können auch dann anfangen, unser ME-System sehr, sehr groß zu bauen. Müssen wir mal gucken, ob wir ein ME-System schon hinkriegen mit den Sachen, die uns die normale kleine Quarry farmt. Könnte ein bisschen knapp werden, aber wer weiß, schauen wir mal. Vielleicht reicht die ja schon, um uns ein ME-System zu bauen für die paar Sachen, die wir gerade haben. Das wird nochmal ein Riesenthema, da müssen wir dann noch Meteoritenjagd gehen. Aber dazu später mehr. So, wir bauen jetzt hier noch ein bisschen Netherquarz ab, dann haben wir mal einen Stack. Und dann gehen wir auch mal wieder zurück und bauen unsere erste Photovoltaikzelle. So, ab nach Hause. Ich bin gerade überlegen, ob Durchbauen vielleicht schneller geht und weniger schmerzhaft ist als über diese blöde Asche hier. Aber gut, wer weiß. Au. Au. Mann, Mann, Mann. Das ist was aus Towncraft, falls ihr euch wundert, was da so fliegt. Das wird auch erst später interessanter. Ja, wie gesagt, Pigments natürlich niemals angreifen, aber ich denke, wer hier bei Modpacks zuschaut, der wird Minecraft schon mal gespielt haben und weiß das schon. Greift uns die Wisps an? Nee. Okay. Ach ja, und sobald ihr den Fehler macht und einmal so einen Pigman angreift, greifen euch alle an und die haben es schon in sich am Anfang. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Au, au, au. Ab nach Hause, ich mag hier nicht mehr sein. So. Wir sind wieder da. Haben unser Zeug und müssen uns jetzt hier wahrscheinlich erstmal, weil es Nacht ist, durch Zombies schnetzeln, bis wir pennen können. Ich hoffe, wir schaffen es auch rechtzeitig zu pennen, ohne dass sie spawnen hier. Schaut gut aus. Wunderbar. Einmal pennen. Na, nee, das sind sie gerade. Gerade noch so. Sonst heißt es wieder, du bist, die Monster sind jetzt zu nahe, bevor du pennen kannst. Vielleicht sollten wir das Ding auch mal ins Haus stellen, dann hätten wir das Problem vielleicht nicht mehr. Aber hey. So, Aloy Smelter, dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder, schauen wir mal. Ja, das funktioniert, das ist natürlich super. Und dazu brauchen wir jetzt Glowstone, 2 Stück. Jetzt haben wir dann Energetic Aloy. Isle of Ashes haben wir dann natürlich ultra viele, um jetzt das hier am Anfang mal zu befeuern, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. 4000 AF generiert das, ich weiß gar nicht, was die Kohle generiert hat. Aber gucken wir mal, ihr seht, das dauert ziemlich lange, das Ganze. Und dann brauchen wir wie viel Quarzglas? Das können wir eigentlich schon mal gleich mal gucken. Photovoltaik. Photovoltaik
Hardened Glass, Fused Quartz Glass. 4 Stück machen 3 und wir brauchen davon 2. Daylight Sensor braucht Quite Clear Glass. Habe ich das richtig gesehen? Quite Clear Glass und Nether Quartz und Slabs, das passt. Den können wir bauen. Energetic Alloy, Electrical Steel haben wir tatsächlich schon. Müssen wir aber dann auch irgendwann noch machen. So, das können wir hier schon mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und uns schon mal weiter bauen. Während der da brutzelt. Wir haben gesagt, Energetic Alloy brauchen wir. Das machen wir gerade. Wir hatten hier noch Electrical Steel. 4 Bar. Da. 2 Stück brauchen wir. Für den ersten. Und wir brauchen einen Daylight Sensor. Dafür brauchen wir Slabs. Slabs müssen wir hier noch haben. 1, 2, 3. Wir brauchen Nether Quartz. Das haben wir einstecken. Und was brauchen wir noch? Swirl, einfach Glas. Normales Glas. Sand haben wir doch da dann auch noch, oder? Nicht mehr einstecken. Müssen wir Sand hin? Kann nicht sein, dass wir ständig unseren Sand verlieren. Da. Wir brauchen noch 3 Glas. Das machen wir mal schnell hier drin. 1, 2, 3. Dann können wir den Daylight Sensor bauen und unser Electric Alloy abholen. Und können jetzt hier. Sobald er fertig ist, dann mal. Die Hälfte können wir rausnehmen schon mal. Wir wollen ja hier nichts verschwenden. 46. Haben wir jetzt 2 Electric Alloy? Ja, haben wir. Electrical Steel haben wir. Silicon haben wir 2. Das Hardened Glass bekommen wir gleich. Daylight Sensor können wir bauen. Wunderbar, wir haben die erste Photovoltaikzelle. Und die ist schon sehr, sehr nice. So. Fuse Quartz Glass. Dreimal Glas, wunderbar. Daylight Sensor bauen, Photovoltaikzelle bauen. Und dann können wir uns die Quarry noch anschauen und dann würde ich dieses ganze Let's Play hier dann auch gleich mal beenden. Nether Quartz und die 3 Slabs ergeben einen Daylight Sensor, der muss hier in die Mitte, Silicon links und rechts, Electrical Steel unten, Energetic Alloy oben und das Fused Quartz Glas in der Mitte und wir haben die erste Photovoltaikzelle. Nice. Solar Power. Auf geht's zur Quarry. Und das wird jetzt dann richtig cool. Weil die jetzt dann quasi doppelt so schnell läuft, solange der Stirling-Generator auch noch an ist. Ich weiß gar nicht, ob sie gerade noch läuft. Ja, sie läuft noch. Und hat sie schon aufgebaut. Und dann sollten wir jetzt quasi auch schon Items drin haben. Wir packen jetzt mal hier die Photovoltaikzelle drauf. Efficiency 20%, weil wahrscheinlich gerade eine Wolke da ist. Ich bin mir nicht sicher. Also die Solarzellen brauchen tatsächlich hier einen Blick nach oben und wenn die Sonne gerade über ihnen steht, dann haben sie 100%. Jetzt hat sie 20%, weil die Sonne quasi schon am Untergehen ist. Und wir können hier mal gucken. Die Quarry baut gerade schon ab. Die Items sollten eigentlich hier ankommen. Können wir mal gucken, was sie so tut. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie wirklich was abbaut. Sie fährt gerade noch das komplette Gebiet ab. Vielleicht scannt sie gerade auch noch alles, was hier so ist. Können wir mal mit Rechtsklick drauf gucken. Oh. Können wir mit Rechtsklick drauf gucken, ob sie zu uns spricht. Nein, tut sie nicht. Ein bisschen weniger F. Dann schauen wir mal. Oh, die Kohleblöcke sind bald weg. 160.000 RF, das ist jetzt nicht die Welt, jetzt spawnen hier die Mobs. Wir gehen mal und schauen uns das Ganze in der nächsten Folge an, wenn mehr Energie da ist. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt mal ein bisschen Technik schon mal gemacht. Wir haben Photovoltaikzellen, davon werden wir jetzt dann noch mehr bauen. Und ja, schauen wir mal, was wir im nächsten Let's Play machen. Wahrscheinlich. Genau, richtig. Wir gehen in Ender.io rein und schauen uns die Conduits an. Und bis dahin hoffe ich, ihr hattet Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.